Willkommen bei der Frankfurter Stumpe. Heute mit dabei der Olli. Servus. Meine Wenigkeit, der Andi. Und der Michael ist leider krank. An dieser Stelle. Gute Besserung. Jawohl. Wir machen heute quasi eine Sonderedition. Ja? Mhm. Was machen wir denn eigentlich, Olli? Wir erzählen ein bisschen was über die drei besten Zigarren, die wir dieses Jahr, die dieses Jahr rauskamen und wir in unserem Podcast vorgestellt haben. Ja. Und die wollen wir einfach nur nochmal in Erinnerung rufen. Küren. Küren? Ja. Ja. Und dazu haben wir noch eine, ich glaube im Fachjargon heißt Honorable Mention. Also wir wollen die netterweise erwähnen, obwohl wir sie nicht im Podcast geraucht haben, wir aber alle drei sehr gut fanden. Mhm. Und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir die auch nochmal mit, heute mit rein. Die hatten wir, ich glaube, anlässlich zu meinem Geburtstag geraucht. Ja. Ja. Ja, das weiß, das schalte ich mal in die Kamera. Das ist die Alec Bradley Fine and Rare. Also wenn ihr jetzt bei YouTube reinschaut, seht ihr die Zigarre. Ansonsten bemüht eure Fantasie. Ja, das war ein richtig guter Stick, gell? Ja. Eigentlich. Und da haben wir gedacht, die, die geben wir uns nochmal. Ich würde sagen, um so wie im Fernsehen so richtig spannend zu machen, fangen wir bei der 3 an. Fangen wir bei der 3 an. Und arbeiten uns dann langsam hoch zur Position Nummer 1. Was haben wir als 3, Olli? Platz Nummer 3. Platz Nummer 3. Hier, Trommelwirbel bitte, genau. Ist? Ich halte ihn auch in die Kamera. Den Platz Nummer 3, die Sino Nicaragua. Auch eine meiner Favoriten, absolut. Weil im Preis unschlagbar, super Zigarre. Wenn man sie kriegt, immer noch holen. Ja, die war schon irgendwie sehr überraschend, gell? Ja. Weil Sino, die haben irgendwie so ein komplettes Rebranding gemacht. Das heißt, die haben die Zigarre so, ich weiß nicht, ob ihr die alten Sinos kennt. Die haben so eine sehr klassische Bauchbinde gehabt und ja, standen auch immer so wie sie im Schatten von ich sag mal, der Muttermarke Davidoff. Aber das, da haben die auch marketingmäßig richtig was rausgehauen. Ja? Da ging richtig viel so rum im Business irgendwie. Auch mit so einer ganz plakativen neuen gelben Bauchbinde. Und aber der hat überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, wie ich die Werbung zuerst mal gesehen habe, war ich etwas überrascht. Ja. So. Mit diesem Gelb, das schlägt ja direkt ein. Aber es scheint gewirkt zu haben, weil die war überall recht schnell verkauft. Ja. Und richtig. Sehr viel, ja. Und vor allem die ist, was kostet die, Olli? 6,90 €. Also das ist schon. Aber die sind schon. Also ich sag erstmal so, eigentlich so in Sachen Preis-Leistung hätte die eigentlich fast eine 1 verdient, gell? Ja. Weil für den Preis, krasses Ding. Ja. Was wissen wir sonst darüber? Also 6,90 €, wie wir eben gesagt haben, ist ein Robusto. Heißt auch Nicaragua, weil alles Nicaragua. Deckblatt, Umblatt und die Einlage ist auch Nicaragua, aber zusätzlich noch die Domrep und die Honduras. Okay. Ja. Das wissen wir. Nicht schlecht. Ja, super Zigarre. Super Zigarre. Ans Herz legen. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich auch dran erinnern kannst, aber. Aber auch so ein, zwei Jungs in der Lounge, die feiern du irgendwie gar nicht. Aber es wohl, ich sag jetzt mal so, der Tenor, was man so hört, fanden relativ viele Leute, die relativ gut. Und ich glaube, selbst Davidoff war irgendwie davon überrascht, weil die war so nach den ersten 3-4 Wochen war die erstmal ausverkauft, gell? Gab es keine mehr. Die haben da nochmal eine Charge hinterhergeschmissen und die war auch relativ schnell wieder weg. Ja, genau. Das haben wir nicht auch, ich glaube, wir haben jetzt die Robuste, die gibt es glaube ich noch in Toro und Short Torpedo oder so. Short Torpedo hatte ich mal gehabt, eine kleine, war das Short Torpedo? Ja, ja. Und was die auch eingeführt haben, das fand ich auch nicht schlecht, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Erfolg zu tun, die verkaufen die schon so in fertigen Fresh Packs. Ne? Ja. Weiß man nicht. Das sind Fünfer? Fünfer Fresh Packs, so mäßig einfach so zum Mitnehmen. Mhm. Ne? Das ist schon, wenn du so den Preis hast, weißt du, ich kann mir jetzt vorstellen, so. Hast du irgendwas vor? Willst du schon ein paar Jungs treffen? Willst du ein paar Zigarren mitnehmen? Ach komm, nimmst gerade den sowieso schon fertigen Freshpack mit. Bietet sich an. Ja. Ja. Geil. Und aufgrund der Stärke von der Zigarre, das ist schon ein schönes Mittelmaß. Ja. Du kannst auch im Anfänger ja nichts Schlechtes tun mit. Voll. Also die kannst du rauchen als völlig, wie sagt man, Neuling. Und als einer, der sehr gern Zigarren raucht, das Ding geht immer. Die sind auch nicht super komplex, gell? Ja. Also ich finde, die hat schön Aromen, aber das ist jetzt auch nicht so, du musst dann jetzt nicht. Da gibt es zwischen den verschiedenen Dritteln so, passiert dann nicht so viel. Die hat durchgehend einen relativ beständigen und guten Geschmack. Ja. Ja, daher
Platz Nummer 3, Zino Nicaragua. Platz Nummer 2. Platz Nummer 2, Trommelwirbel. Da haben wir hier für die Kamera nochmal die Cigar Kings Toro Sungrown. Ja. Auch ein geiles Stück. Ja. Hat uns auch überrascht, da wir schon mal Cigar Kings hatten, die uns... Hat uns wirklich überrascht. Weil die Vorgänger... Ne, wir hatten das Jahr vorher, hatten wir die Cigar Kings, die anlässlich zu dem, ich glaube, Weltfriedenstag rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht mehr, die Friedenstaube oder Friedenspfeife. Genau. Und die fanden wir alle, ehrlich gesagt, scheiße. Ja. Muss man leider sagen, die war echt schlecht. Muss man leider so sagen, ja. Aber, und die war sogar so, das weiß ich noch, ich hatte gar keinen Bock, überhaupt dem ganzen Ding überhaupt noch eine Chance zu geben. Ja? Aber dann hat die lustigerweise in unserem Stammladen im Davidoff Flagship Store in Frankfurt, die haben die reinbekommen. Auch fast so ein bisschen zwangsweise, glaube ich, weil Wolfsdorf, und für die, die es jetzt nicht wissen, ich weiß nicht, ob das wirklich interessant ist, Wolfsdorf ist halt so ein Ladennetz in Deutschland und die gehören Davidoff. Und Cigar Kings hat dann halt wohl einen Deal mit Wolfsdorf gemacht, dass die halt ins Sortiment mit reinnehmen. Deswegen hat sie auch der Stefan gehabt. Und ich weiß noch, und er hat gesagt, ey, hier ist Cigar Kings. Und ich sage, ach komm, finde ich ja doch, geht's richtig gut. Ja. Und eigentlich deswegen haben wir es nochmal probiert. Und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich behaupte, dass es inzwischen von Michael eine der absoluten Lieblingszigarren ist. Ja, der raucht einiges an. Gerade auch diese Suncrown, die findet er super krass und wir fanden sie eigentlich anhändig auch gut. Ja, die war super. Deswegen verdienterweise Platz Nummer 2. Ja. Was wissen wir darüber? Wir wissen darüber, die kostet 9,20 € pro Stück. Eigentlich auch ein cooler Preis. Ist eine Toro? Ja. Ja, ist ein guter Preis. Das Umblatt ist geheim. Wissen wir leider nicht zu. Top Secret. Hat keiner was verraten. Das Deckblatt ist aus Ecuador. Und die Einlage aus Nicaragua. Okay. Ein super Stück. Ja. Verkauft sich wie geschnitten Brot, wenn man so die leeren Kisten in der Lounge ab und an sieht. Ja. Die Türme werden immer höher. Ja. Also die scheint nicht nur bei uns Anklang gefunden zu haben. Ja, das ist ein super Stick. Und erwähnenswert als Bonus, die Macher von der Zigarre kommen aus Deutschland. Stimmt. Ja, also ich glaube aus München oder Umgebung. Also daher, support your local business. Jawohl. Mäßig. Ja. Gutes Ding. Genau. Wir können übrigens noch, wir haben uns jetzt unsere Top 3, bevor wir jetzt zum Platz 1 kommen, müssen wir ein bisschen rauszögern. Also ja. So spannungsmäßig. Wir haben uns das jetzt nicht so aus den Fingern gesaugt, sondern Kollege Olli hat sich Mühe gemacht und ist quasi unser Schriftführer, der Frankfurter Stumme Schriftführer. Du hast so eine Liste angelegt, ja. Was wir wo geraucht haben, zu welchem Podcast und in den meisten, also ich glaube in den allermeisten Fällen, außer wir vergessen es mal, machen wir immer eine Wertung davon. Und das heißt, man musste dann schlauerweise und einfacherweise einfach nur unsere Wertungen checken, was wir gegeben haben. Ja. Daraus hat sich ergeben, was die Top gegangen sind. Genau. Also nur mal zum Erwähnen, also wir machen immer eine Wertung zwischen 1 und 10. Ja, wie war das nochmal? Also 1 war die schlechteste Bewertung und 10 war super und top. Wichtig zu erwähnen. Ja, mal auch für dich, Anni. Ja, danke. Irgendwann habe ich es verinnerlicht. Aber es ist schon verwirrend, weil in der Schule ist 1 die beste Note. Sind wir noch in der Schule? Zum Glück nicht. Ja, genau. Platz Nummer 1, die Goldmedaille bekommen. Ja. Siegertreppchen und es ist noch gar nicht so lange her, dass wir sie geraucht haben. Verdient der erste Platz. Die hat uns wirklich, muss man sagen, vom Hocker gehauen, trotz des Preises. Ja. Und vielleicht kommt ihr von alleine drauf, wenn wir sagen, die hat uns vom Hocker gehauen, trotz des Preises. Ja. Das ist, Olli, die Davidoff Year of the Tiger. Oh ja. Yeah. Ja, die Zigarre, die einmal im Jahr bringt Davidoff ja zum chinesischen Tierkreiszeichen. Ja. Eine Zigarre raus, das war die von 2021. Ja, also eigentlich, die kam 2021 raus. Aber es ist fürs Jahr 2022. Genau. Ja, stimmt, so rum war es. Ja. Die sind immer ein bisschen schneller. Ich glaube, die wollen immer das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Ja, natürlich.
Es funktioniert ja auch, die gibt es nirgends mehr. Ist krass, gell? Ja, trotz des Preises von 39 Euro pro Stück. Absoluter Wahnsinn. Also das ist immer was, wo ich sage, wir haben ja schon oft Diskussionen gehabt, so wie viel ist eine Zigarre wert? Mhm. Ja, und da hat natürlich jeder seine eigene Schmerzgrenze. Für mich war es nur so hervorstechend, diese 39 Euro, weil die 2021er, die dann dementsprechend 2020 rauskommen, das war die Year of the Ox. Mhm. Und es war ein Gordo-Format, sprich ein 60er Ringmaß und 6 Inch lang. Was hat das für eine Größe? Die ist relativ klein. Die ist Pyramides? Das ist genau, die hat eine 52er Ringmaß, ist eine Pyramides und hat eine Länge von 12,7 cm. Was sind das, ein Inch? Scheißegal. 5 Inch. Glatte 5 Inch. Ja. So, also die ist wesentlich kleiner. Ja. Und da ich jetzt die genaue Formel der Volumenberechnung im Kopf hätte, würde ich sagen, da ist locker 40% weniger Tabak drin wie dieser Gordo. Und die ist teurer. Ja. Also das fand ich schon ein Hammer. Aber ich meine, wir lassen ja auch, ich glaube, das sagen wir auch jedes Mal, wir lassen auch immer so ein bisschen den Preis mit einspielen. Gell? Ja. Und trotzdem ist sie auf der 1 gelandet. Ja. Ja, da hat einfach die Verarbeitung, das Design, der Geschmack, das hat alles überschattet. Also einfach, da war der Preis fast nebensächlich. Fast nebensächlich, ja. Ja. Aber wir rechnen ihn ja mit ein, von daher. Ja. Ja. Also das war schon, und ich weiß noch, wir haben die auch relativ frisch geraucht, gell? Mhm. Also ich meine, die kamen und so eine Woche später oder so hatten wir die, wir haben die ja sogar, wir haben die in der Lounge Edition, wir hatten ja, quasi die erste Ausgabe unserer Lounge Edition, die hatten wir ja in Frankfurt gemacht. Und ich glaube, einen Tag vor der Aufnahme ist die Zigarre rausgekommen. Stimmt, da war es noch ganz eng, ob wir die Aufnahme machen können, ob die schon da ist. Ja, genau. Jawohl, stimmt. Ja, so, also das war sehr knapp. Wirklich sehr frisch geraucht, gell? Mhm. Wo man ja oftmals sagt, ja, wenn die rausgebracht werden, lassen wir mal ein paar Wochen liegen oder ein paar Monate mäßig. Und trotzdem war die top und jetzt auch danach noch 2, 3 Mal geraucht. Ich finde es auch so eine Davidoff, die... Also ich finde auch schwer Vergleiche zu, manchmal sagt man, ja, okay, die schmeckt so ähnlich wie die oder die. Gell? Kannst du aber bei dir schlecht. Die ist schlecht. Ist schwer, gell? Weil das schon, der hat was Eigenes. Ja. Ja, nicht nur der Geschmack ist so eigen. Weiß nicht, ob ihr das alles schon mal gesehen habt. Ich halte sie nochmal in die Kamera. Und vielleicht sieht man es ja relativ gut. Die hat ein hammermäßiges Design auf dem Deckblatt. Ja, da sind so das schwarze Adern drauf. Ja. Die sollen quasi die Tigerstreifen so ein bisschen darstellen. Ja. Ja. Da war David auch wieder mal richtig innovativ, weil haben die so ein neues Verfahren, wo sie die Adern aus dunkleren Deckblättern oder aus dunkleren Tabakblättern rausnehmen, um den Decker wickeln und mit 48 Stunden zusammenpressen, um diese Maserung, Muster zu erzeugen. Ja. Und ich meine es halt krass, so, weil du findest dann diese, ich sag mal, diese Tiger Stripes, diese Tigerstreifen, findest du halt überall wieder. Die sind in der Malagrode drin, die findest du auf der Kiste. Mhm. Ja, also das ist schon so, ja, so Corporate Identity mäßig haben die sich da schon einen Kopf gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Und ich bin echt mal gespannt, ob es jetzt noch weitergeht. Wie viele haben sie jetzt noch? Sind sie jetzt fertig? Also eins kommt noch. Eins kommt noch, es kommt eigentlich nächstes Jahr der Hase. Ja. Das wäre der letzte. Weil die Serie hat mit dem Drachen angefangen, nach dem Hase würde der Drache kommen. Und dann ist jetzt die Frage, machen sie weiter oder lassen sie halt nach 12 Jahren quasi das Ding auslaufen? Das wäre schade, weil ich war von jeder Sorte eigentlich begeistert. Ist halt auch ein Erfolgsmodell, gell? Weil ich meine, es läuft ja. Ja. Und ja, so eine 390 Euro Kiste rausgehauen, das ist schon für den Umsatz nicht schlecht, glaube ich. Ja. Deutschland waren es 1150 Kisten, ist klar. Ja, insgesamt gibt es 17.000, paar hundert oder so. Und also die ist jetzt noch, wenn überhaupt, sehr schwer zu kriegen. Ich glaube, da wird jetzt noch ein bisschen was kommen, gell? Wenn so Rückläufer hier, Rückläufer da. Aber das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass für den Preis so viele Leute da drauf springen. Aber hat funktioniert. Das stimmt, weil ich kann mich erinnern, ich habe mir damals die Kiste vom Year of the Rooster. Das war 2016, glaube ich. Das war so eine Kiste, die so Trapezform hatte. Genau. Die fand ich super schön und war auch begeistert von der Zigarre. War echt eine gute. Nicht eine der besten, die ich jetzt von diesem ganzen Year of geraucht habe.
Aber gut. Aber die gab es jahrelang später auch noch. Ja. Also da hast du auch ein, zwei Jahre später noch ein paar gekriegt. Also die hat scheinbar nicht so eingeschlagen. Hm. Aber dieses Ding, also Year of the Tiger, designtechnisch, geschmacktechnisch einfach phänomenal. Ja. Cooles Teil. Aber ich glaube, diese Nachfrage hat auch was irgendwie, weil jetzt nur so rein symbolträchtig ist natürlich ein Tiger geiler wie so ein Gockel. Ja. So, also so psychologisch hol ich mir dann eher den Tiger als das Hühnchen. Ja. Ja? Keine Ahnung, ob das damit zu tun hat, aber und es gibt auch immer unterschiedliche, wie viele Kisten so gemacht werden. Das ist natürlich im Laufe der Jahre immer gestiegen, ja? Aber lassen wir es mal überraschen. Ja. Ja, das waren quasi unsere Top 3 von unserem Podcast 2021. Wäre ja auch mal lustig zu wissen, ihr könnt ja mal kommentieren, wenn ihr Bock habt, ob ihr unsere Top 3, ob ihr davon schon was geraucht habt, wie ihr die findet oder was eure Tops gegangen sind. Macht es am besten auf YouTube, weil auf allen anderen Sachen, so Spotify, ist natürlich mit Kommentieren immer ein bisschen schwieriger. Eher schwieriger. Ja. Ja, das war, aber wir haben es gar nicht mal so leicht gemacht, gell, weil wir hatten ja echt schon viele Zigarren geraucht. Ja. So weit über 40, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt. Eigentlich jede Woche, ja gut, wir hatten ein paar Aussetzer, glaube ich. Aussetzer, aber es waren über 40 auf jeden Fall. Also, ja. Also, da hat man schon gemerkt, jetzt mal ganz abgesehen davon, was wir sonst so rauchen, ja, jetzt nicht nur im Podcast, sondern auch halt so unter der Woche. Da hat man gemerkt, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja. Ja. Wie findest du unsere Fine and Alec Bradley Fine and Rare? Finde ich gut. Mhm. Hat einen super Zug. Die Asche ist ein bisschen flockig heute. Ja, meine auch. So. Liegt am Wetter. Wahrscheinlich, ja. Feuchtes, kalte Wetter, ja, will auch die Zigarre nicht so. Ja. Aber brennt super ab, guten Zug, geschmacklich. Das wäre mittelkräftig. Und ja, mittelkräftig, ja. Also ein bisschen Bums hatte ich schon, aber es ist auch nicht so, dass er dich direkt aus den Socken haut. Das mag die, ich glaube, fast jedes Jahr seit 2011. Und lustigerweise, ich habe die gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein riesen Alec Bradley Fan. Also es gibt ein paar, die mag ich, aber so, man hat ja immer so ein paar Marken, so, da mag man fast alles von, und bei ein paar muss man immer mal gucken, gell? Und ich muss ehrlich sagen, bei Alec Bradley ist so eine 50-50 Chance, dass die einen Stick machen, den ich richtig gut finde. Ganz oft feiere ich die auch gar nicht, aber die haben, und so bin ich auf diese Fine and Rare gekommen, wo es die ja schon länger gibt, da kam 21, kam so ein 10 Jahre, so ein 10th Anniversary Humidor, so ein 10 Jahre Sampler. 10 Jahre Jubiläum Humidor raus. Das war so ein Humidor, da waren glaube ich 25 oder 50 Zigarren drin, und mit so kleinen Schublädchen, und den habe ich gesehen auf Instagram bei unseren Freunden vom Tabakhaus Simon in Potsdam, da hat einen Post gemacht und da habe ich die gesehen. Und da habe ich, oh, das sieht aber krass aus. Ja, das ist einfach nur so vom Design von diesem Humidor. Und da habe ich so ein bisschen geguckt, na, okay, da sind ausschließlich Fine and Rare Zigarren drin, verschiedene Jahrgänge, die sie reingepackt haben. Und so bin ich eigentlich drauf gekommen. Ja? Und ich habe ein bisschen lang rumgemacht, ob ich einen wollte oder nicht. Es gab dann keinen mehr. Aber dann haben die Jungs mir netterweise ein paar Sampler zugeschickt von den verschiedenen Jahrgängen. Und so haben wir die probiert, eigentlich. Und wir haben hier eine von 2016 mit drin. Die preislich? Ja, die sind relativ teuer für Alec Bradley. Mhm. Also jetzt zum Beispiel die 18 Euro. Mhm. Ich glaube die 2,19 oder so, also die aktuelle bei 24 Euro, also für Alec Bradley schon sehr teuer, muss man sagen. Aber das krass ist, die haben da drin 10 Tabaker verarbeitet. Wow. Honduras, 2 Umblätter und möglicherweise ein Deckblatt, 2 Umblätter und dann der Rest in der Einlage drin. Das heißt, da haben die schon gut auf die Kacke gehauen mit der Zigarre. Aber ich finde, das schmeckt man halt auch. Gell? Die hat schon was irgendwie. Ja, das stimmt. Was geil ist. Und das Coole ist, schaut's mal, wie gesagt, wenn ihr auf YouTube seid, könnt ihr es mal anschauen. Die haben auf ihrer Wanderole, haben die quasi einen halben Roman veröffentlicht. Da stehen so Sachen drin. Okay, war das Ding eigentlich gerollt? Wie viele Produktionen gab es in der Woche? Etc. Das ist ganz interessant. Ja.
Also die hatten wir uns auch gesucht jetzt für, wir erwähnen sie mal. Ja. Weil, ist nicht schlecht. Ja, also vielleicht sollten wir mal ein Auge auf Alec Bradley legen, wenn sie da auch mal was Gutes haben, was ich getan habe. Du hast was Neues gekauft von Alec Bradley. Ja, die haben 500 Kisten rausgebracht. Ja, so eine Sampler-Kiste. Was heißt Kiste? Ich kann sie ja mal zeigen. Für die YouTube-Zuschauer. Hier. Das Ding nennt sich Press Stock. Ja. Ist eine, ja, wie nennen sich diese? Das ist da, wo Zigarren gepresst werden quasi. Wenn so ein Pressbrett, ja. Ja, genau. Ja. Und da ist das, sind 10 Stück drin. Kostet auch nur 99 Euro, dieses Sampler. Dafür ist geil eigentlich. Ja. Und sind 10 verschiedene drin. Ja. Bin mal gespannt. Einige kennt man. Black Market. Haben alle schon mal geraucht, denke ich. Ja. Fand ich auch nicht schlecht. Und auch ein paar, die ich noch nie gesehen habe, muss ich ehrlich zugeben. Aber wir sind mal gespannt. Vielleicht rauchen wir da mal was im Podcast von. Ja. Ja, und sagen euch mal Bescheid. Und vor allem, ich sage jetzt mal, ist ja eigentlich gar keine richtige Kiste, aber ich sage jetzt mal, diesen Behälter. Ja. Ich kann es mir auch einfach schon so richtig geil vorstellen, wenn du halt mal alle Zigarren da rausgeraucht hast, hängst du das Ding halt an die Wand, gell? Also wenn du so auf diesem Vintage-Holzstil irgendwie stehst, so, gell? Passt halt auch in jede Lounge. Also ja. Wenn du so eine Privat-Lounge hast, hängst du an die Wand, stellst du irgendwo hin, das macht ja. Hat was. Voll. Ja. So ist, hat authentisch uns halt wirklich, die Dinge sehen halt so aus, als wären die noch bis gestern quasi in Betrieb gewesen, gell? Mhm. Also richtig abgeranzt, das ist schon, ist geil, gell? Das stimmt. Ja. Also, daher, Augen offen halten. Ja. Genau, wenn ihr noch eine kriegt von den Kisten. Ja, ansonsten so Zigarren hier 21. Hm. Wie fanden wir das? Olli? Die hier. Das ist eine gute Zigarre. Das ist eine gute Zigarre, ja. Super Zug, super Geschmack. Ich könnte aber jetzt nicht sagen, noch was, es brennt nicht. Also pfeffrig habe ich jetzt nichts. Holz. Also es ändert sich bei mir ein bisschen im Mund. Das ist auch meine erste Zigarre heute. Wow. Ja. Weißt du, was geil ist, Olli? Ich frag dich so, sag mal, das Zigarrenjahr 21, wie war das so? Ach, das Zigarrenjahr? Ich hab dich akustisch nicht verstanden. Und du erzählst mir irgendwas über die... Findest du die 21er? Du erzählst mir irgendwas über die Zigarre, Mann. Ich hab dich akustisch dann nicht richtig verstanden. Wir sind uns einig, die Zigarre ist gut. Die Zigarre ist gut. Okay, das Zigarrenjahr 21. Ich wollte von dir wissen, wie das Zigarrenjahr 21 war. Es war heftig. Ich hab in diesem Jahr so viel geraucht wie noch nie. Wegen? Liegt es an Corona? Wir sind mehr zu Hause, wir treffen uns öfter mal bei dir in der Lounge. Ja. Obwohl, ja, ich habe einfach mehr Bock, eine zu rauchen. Ja, das Jahr war geil. Gute Zigarren gehabt, beschissene Zigarren gehabt. Ja, aber es kam wirklich viel raus. Gell? Es kam wirklich viel raus, ja. Also ich glaube, es ist kaum ein Monat vergangen, wo man nicht irgendwas was Neues auf dem Tisch liegen hatte. Ja. Irgendwie. Das heißt, da war die Industrie schon relativ umtriebig, irgendwie. Mhm. Ja. Ansonsten machen wir eigentlich, jetzt heute, wo wir es aufnehmen, das ist der 12. Dezember, das ist ein Sonntag. Montags kommt ja unser Kram immer raus. Das heißt, wir haben tendenziell noch 2 Folgen, die wir machen. Ja, und dann ist schon wieder das Jahr rum. Ja. Machen wir eigentlich eine Weihnachtspause? Machen wir eine Podcast-Weihnachtspause? Ach, wenn dann spontan, oder? Nennen wir uns Podcast-Urlaub? Ach, weiß nicht. Es ist ja, glaube ich, keiner im Urlaub. Ne, ist keiner im Urlaub. Ja. Wo sollen wir auch hin? Wo sollen wir hin? Wir haben für nächstes Jahr was geplant, gell? Ja. Wir verraten es mal noch nicht. Nee. Es sei denn, wir haben schon mal den Podcast verraten. Aber vielleicht machen wir dann ein kleines Special. Ob es wirklich klappt wegen Corona, man weiß es noch nicht so richtig, gell? Aber wir hoffen es mal. Aber tatsächlich so Weihnachtsurlaub. Ja. So... Weiß ich gar nicht, habe ich glaube ich auch noch nie gemacht. So richtig. Also jetzt, ich hätte sowieso keinen Bock, ehrlich gesagt, also Weihnachten würde ich schon zu Hause sein. So, weißt du, ja. So, da hätte ich jetzt keinen Bock irgendwo, so, es gibt ja auch die Klientel, so, das kann ja auch jeder machen, wie er will, die sagen, ach, Weihnachten, ich fahre jetzt einfach mal in die Kacke weg, weil es warm ist. Ich will einfach raus aus dem... Ich kann mir das gar nicht vorstellen, zu Weihnachten irgendwo sein, wo es so 30 Grad ist. Also es käme... Gehen wir komplett komisch vor. Das überhaupt nicht. Also wenn Urlaub an Weihnachten, irgendwo hin, wo es Schnee. So, ist. Norwegen. Oder ja, was? Oder sowas. Oder, ich meine, du kannst dir ja irgendeine Almhütte mieten. Ja. Das ist eine coole. Mhm. Mit ein paar Leuten, entweder mit der Familie oder mit ein paar Freunden. Ja. Dann macht es vielleicht Spaß, Weihnachten dann woanders zu feiern. Ja.
Aber in der Karibik oder so, nee, am Strand, Weihnachten. Wär komisch irgendwie. Hast du ich könnte nicht mal nach Sylt zu Weihnachten. Hast du eine Badehose und Weihnachtsmütze auf? Ja, super. Und an der Palme hängen die Kugeln. Wobei, natürlich muss ich sagen, jetzt auf Frankfurt ist natürlich immer ein bisschen traurig, gell, weil ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal weiße Weihnachten hatten. Also es ist schon ewig her. Ja. Und wenn es hier mal schnell liegt, jetzt so für einen Tag irgendwie, da muss ich heute dran denken, weil unser guter Freund aus der Schweiz, der Erwin, an dieser Stelle, ich weiß, er hört unseren Podcast, viele Grüße, hat mir so ein geiles Bild geschickt, wo er gerade so im Garten sitzt und meint so, er raucht gerade eine. Und er wohnt ja so direkt in den Bergen. Ja. Mhm. So, das heißt, dass alles weiß, so im Hintergrund siehst du so die Alpen. Oh, ja. Geil. Das ist schon ein ganz anderes Weihnachtsfeeling irgendwie. Ich meine, vielleicht ist es auch so verklärt, gell? So ihr Weihnachtsmann, Schnee, Schlitten und so weiter, weiß ich nicht, aber irgendwie ist es schon geiler, wenn es knackig kalt ist und Schnee liegt und dunkel ist. So, das ist irgendwie, das ist so die Stimmung, die ich erwarte zu Weihnachten. Ja, das, so soll es sein, ja. Kriegen wir hier leider nicht so oft, aber. Nee. Ich meine, man kann mal über den Weihnachtsmarkt bummeln. Ja? Mhm. Der weiß nicht, glücklicherweise, unglücklicherweise, zumindest in Hessen erlaubt ist. Das heißt, Frankfurt hat ja, glaube ich, so den größten in Hessen. Du warst mal. Ich war mal da letzte Woche da. Ja, es war sehr, sehr leer. Ja. Also die Hälfte der Buden, glaube ich, nur. Ja. Die achten sehr auf Abstand, viel Sicherheitsleute. Es wird kontrolliert, wenn du irgendwie eine größere Bude willst, wo so ein Verzehrbereich ist. Wollen sie auch mal dein Zertifikat sehen? Ist ja voll 2G und Maskenpflicht. Ja. Ja, aber die Stimmung fehlte. Auch im Weihnachtsmarkt brauche ich Schnee. Nee. Und wenn es nur fällt, also er muss nicht immer liegen bleiben. Aber ich finde es halt wunderschön, wenn du im Weihnachtsmarkt bist, hast dein, was weiß ich, Kakao, Glühwein in der Hand und es fällt Schnee. Das hebt die Stimmung zu Weihnachten und Weihnachtsmarkt gehört Schnee. Ja. Aber das haben wir hier leider zu selten. Das heißt, Erwin, wir müssen bestimmt mal zu dir an Weihnachten. Also zumindest ist das Schnee garantiert, gell? Irgendwie. Ja. Na gut. Haben wir sonst noch irgendwas Erhellendes zu sagen? Wollen wir heute mal eine Bewertung abgeben für die, oder? Wollen wir? Wollen wir? Ja, wollen wir. Wir machen doch eigentlich immer eine Bewertung. Wir machen immer eine Bewertung. Bis auf 3-4 Mal. Wie war das jetzt nochmal, Olli? Also, wir haben eine Bewertung von der Skala von 1 bis 10. Mm. 1 dabei. Hat sich das eigentlich ausgedacht? Das war so ein fließender Übergang. Ich glaube auch. Und 10, das Beste. Okay. Was gibst du ihr? Nur 7. 7, ich gebe hier eine 8. Ist schon es wäre auch mal interessant, von dieser Fine and Rare, wir haben die jetzt mal so stellvertretend für diese ganze Kollektion genommen, dass man so ein paar Jahre durchmacht, gell, um zu gucken, wo die Unterschiede irgendwie sind, ob man da großartig was, ob man da großartig, schmeckt, ob man da, ist halt so ein bisschen Geheimtipp, gell. Ja. Gut, dann, ich hoffe, euch hat unser Top 3 zugesagt, gefallen. Bleibt uns gewogen. Danke, wenn ihr zuschaut auf YouTube. Danke, wenn ihr zuhört auf Spotify, Apple Podcast etc. pp. Wir sind nächste Woche, so Gott will, wieder am Start. Jawohl. Dann hoffentlich auch wieder mit Michael. Bis dahin alles Gute und bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.